der Stadt und wollen heute gemeinsam mit euch rätseln, welches Märchen ihr mitgebracht habt. Und da drin, ihr dürft gespannt sein. Tja, wem gehörte nun der Schuh? Keinem passt er hier. Wem gehört? Aschenbrödel. Meint ihr das auch? Ja. Oh, Aschenbrödel. Na dann gucken wir mal, ob Aschenbrödel jetzt hier gleich rauskommt. Ich bitte mal alle noch ein bisschen zurückzugehen. Wir brauchen hier noch ein bisschen Platz. Ja. Thank you.
liebe Tante Brüder, schütze dich für ein goldenes Kleidchen über mich. Aschenbrödel ging nun auf den Ball, war die schönste von den Mädchen all. Tanzte mit dem Prinzen immer zu und verlor dabei den goldenen Schuh. Tanzte mit dem Prinzen immer zu und verlor dabei den goldenen Schuh. Der Prinz, der rief es nah und laut, wem der Schuh gehört, der wird die Braut. Alle Mädchen war der Schuh zu klein, Aschenbrödel passt er ganz allein. Alle Mädchen war der Schuh zu klein, Aschenbrödel passt er ganz allein. Ja, das ist ein Thema.